Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. Ich habe auch heute wieder Manari mit an meiner Seite zur Unterstützung. Hallo Kim. Hallo, hallo, da sind wir wieder. Jo, denn ich wäre in der letzten Folge fast krepiert. Das war hier ganz schön heikel, über die Brücke zu kommen. Jetzt haben wir hier ein neues Gebiet, oder erschließen gleich ein neues Gebiet, würde ich mal sagen. Ich lauf mal rein. Dann mal los. Auf jeden Fall gibt es gerade keine Möglichkeit, irgendwie zurückzukommen. Da kann ich nur wieder sagen, vorwärts immer, rückwärts nimmer. So. Oh je. Wieder diese phobischen Passagen. So. Das ist jetzt eigentlich wie in der ersten Folge, ne? Genau, wollte ich gerade sagen. Die Ratte steht hier wie so ein Murmeltier, nee, nicht Murmeltier, wie so ein Erdmännchen, gerade auf zwei Beinen. Hast du nicht sehen können, ne? Süß. Nee, leider nicht. Ja. So. Wollte schon sagen, ist hier nichts mehr mit Fackel? Hab sie mir mal wieder angemacht. Oh, da rennt sie. Und kommt wieder zurück. Na? Naja. Okay. Habe ich was übersehen? Nein, oder? Hier ist nichts. Keine Ahnung. Kaverneneingang, aktuelle Position, okay. Retten Sie die gefangene Crew der Endurance. Ja, in erster Linie immer noch Sam, ne? Aber ich glaube, hier unten ist. Ne, oder? Nee. Ah, ein Strauch. So. 20 EP. Blume. Dann wollen wir mal hier hoch. Unspektakulär bisher. Ein wenig. Oh, sie hat den Bogen automatisch gezogen? Das habe ich jetzt nicht gemacht. Was soll mir das sagen? Ich höre auf jeden Fall Stimmen. Meine Ah Brüder, ja, die halten gerade eine hört Messe mich ab. an. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Hast unseren Bruder getötet? Jetzt töte ich dich. Das ist für Wladimir. Genau. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht zu uns, Mimiko! Sieh mich nur an, okay? Sie ist die eine!
Ritter! Bald sind wir frei! Bringt sie in den Thronsaal. Dein Kampf ist vorbei. Da bin ich wieder. Bin ich froh, dass ich keine Taste drücken musste. Geht. Ja, das ist willkommen bei Outlast. Sag ich nur wieder. Ja. Nee, sonst hätte ich diese Sequenz hier noch künstlich in die Länge gezogen. Das versteht man also unter religiösem Fanatismus. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben sie sozusagen die Sonnenkönigin herausgefordert und sofern sie dann einmal das richtige Opfer bringen, wird dieses verschont. Und die Sam, die ist ja irgendwie auch, die hat doch selber gesagt, dass sie Nachfahren dieser Sonnenkönigin ist oder sowas? Oder habe ich mir das falsch gemerkt? Nee, das ist so. Ja, dann, also hat sie gesagt. Genau, dann würde das eigentlich passen, ne? Es war Glück, ganz großes Glück im Unglück. Geothermale Kavernen bin ich jetzt. Das war ja auch wieder ein kurzer, wo war die, nee, die Karte war ja hier, doch. Ach, ich bin schon wieder raus, Moment. Doch, hier ist, ich bin doch gerade hier, hier bin ich doch durchgekommen, hier war wirklich gar nichts. Ich nehme mal an, da kann man auch nicht wirklich was finden, also ist schon wieder ein neues Gebiet hier. So. Ja, das, das ist aber echt gut gemacht, diesem Fluss aus Blut hier. Schon cool. Das sieht, wenn ich das aber so sagen darf, schön aus, ja. Echt krass. Wo kriegen die so viel Blut her? Habe ich eigentlich gerade noch... Ah, guck, ich habe auch tatsächlich nur den Bogen gerade. Okay. Ja. Und natürlich... Pfeile? Ja, genau, wieder null Pfeile. Ist mir auch gerade aufgefallen. Insofern brauche ich mir da wieder nichts drauf einbilden, dass ich auf jemanden zielen kann. Hier sind Pfeile. So. Ja, 4 Stück sind besser als 0 Stück. Ach, hier ist wieder so ein Gaszeug. Da kann ich mich nicht nähern. Iieiei. Alles verschwommen. Okay, was muss ich denn jetzt schon wieder rausfinden hier? Wo komme ich? Hier komme ich her. Da werde ich ja wohl nicht hoch können. Nee. Ach so, Moment, ich habe ja die Flamme, vielleicht kann ich was anzünden. Auch wenn das jetzt nicht gerade gesund anmutet, wenn hier alles in die Luft fliegt, aber wer weiß. Falls es überhaupt in die Luft fliegt. Überlebensinstinkt. Ich brauche irgendwas, um das Gas zu entzünden. Ja, ich mache ja schon. So, ich bin hier. Okay, ich muss noch was anderes. Ach, Moment, ich habe ja die... zack. Die Feuerpfeile hatte ich ja auch schon. So. Tada. Immer noch. Sind da mehrere Quellen? So. Okay, habe ich die hintere Quelle zuerst gefunden. Ah! Ach so, das geht gleich wieder auf. Da muss man schnell sein. Okay. Oh, jetzt aber. Ich wollte halt auch nicht unbedingt in die Flamme reinlaufen. Oder muss man dreimal? Videospiel typisch dreimal? Nein. Es geht immer wieder auf. Was ist denn, wenn ich jetzt alle Pfeile verballert hätte? Ich habe nur einen übrig. Keine Ahnung. Das wäre auch nicht gut gewesen. Hätten sie mir irgendwo neue spendiert? Wohl kaum. Die können ja nicht einfach so aufploppen. So, bevor ich mich ans Lagerfeuer setze, kommt hier ein Tagebucheintrag. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können.
Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Okay, er hat fertig vorgelesen und ich stelle fest, es ist das 5. von 5 Geständnissen eines seiner Krieger. Er ist schon mal voll. Schön, schön, genau. Und jetzt haben wir hier auch ein Lagerfeuer. Was aber wieder keine... Beherrscht diesen Ort. Sie spricht. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Also sie hat gerade gesagt, dass wir hier nicht wirklich wegkommen und dass Matthias daran glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält oder ihn festhält. Und irgendwie, es sieht ja echt schon fast so aus, als wenn er recht hätte, ne? Mhm. Es sind so komische Sachen passiert. Dieses Flugzeug ist abgestürzt. Der Sturm und ja, der einen immer wieder zurücktreibt auf die Insel. Und jetzt gerade diese Geschichte, wo Sam gerettet wurde von den Elementen. Also es ist schon, weiß nicht... Sind das alles noch Zufälle, ne? Wer weiß. So. Hatte ich eigentlich noch was Vernünftiges zum Aufleveln? Hier haben wir alles. Ach, Moment mal. Oh nein. Okay, aber wenn ich meine Waffen wiederfinde, dann sind die hoffentlich noch aufgelevelt, weil jetzt habe ich echt nur noch Bogen, Axt, was ich ja beides verstärkt hätte. Oder habe. Aber gut, dass wir an einem Feuer sind, denn wir werden jetzt das Ingenieursoutfit anlegen. So. Ne? Nicht, dass wir das noch vergessen. Genau. Mal sehen, wie es jetzt hier aussieht. So, ich hoffe, du kannst was erkennen. Sieht aus wie eine Jeansjacke? Naja, ist eher so eine Art Blaumann, bloß nicht in Blau. Also ein komplett Overall irgendwie. Okay. Ja, ich kann es nicht wirklich erkennen. Ja. Wenn es ein bisschen heller wird, wenn wir draußen sind, siehst du es vielleicht besser. Genau. So. Sieht eigentlich ganz nett aus. Da sind wir wieder bei Dead Space Ingenieursoutfit hier. Isaac Clarke unterwegs. So. Hier geht's nirgendwo rein, nur geradeaus. Nee, da geht's auch weiter. Kann ich hier. Oh. Was soll ich denn tun? Bitte! Nicht zu viel zappen. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. Ich habe jetzt hoffentlich nicht den Falschen angezündet hier gerade. Scheiße. Ich wollte die eigentlich nur vertreiben. Oh nein. Scheiße. Ich wollte ihn retten. Oh Mann. Nein, mache ich nicht. Bin dankbar für jedes bisschen Licht, was ich hier habe. Ja. Vor allen Dingen für jedes bisschen Licht, was du hast, Kim. Sonst siehst du ja hier gar nichts mehr, ne? Nix. Ist ja eh schon wenig genug. Da redet einer. Was? Stimme kommt von rechts. Tatsächlich, da ist einer drin. Oh Mann, soll ich den erlösen oder nicht? Ich bring's eigentlich nicht übers Herz. Ich tu's nicht. Würdest du's tun? Hast du auch nicht? Nein. Ja. Jetzt werden wir hier mal erstmal ein bisschen sammeln. Ach, jetzt verzweigt sich das Ganze schon wieder. Okay. Was gibt's denn hier noch so? Hier ist wieder dieses Gas. Ah, da kann ich es nicht anwählen. Anvisieren. Hier wäre Feuer. Wo will ich lang? Ich muss ein bisschen erkunden. Dann mal los. Ja. Ah, hier sind mehrere gefangen.
Geh weg! Was? Ich wohne hier! Was? Oh Gott. Hat gerade einer gesagt, geh weg, ich wohne hier. Das ist wirklich wie bei Outlast, dass man an den Verrückten vorbei muss hier. Oh nein. Ja, ne? Aber ich gehe trotzdem nochmal zurück. Ich glaube, ich hätte einen anderen. Kannst du mal eben nach oben gucken? So, weiter nach oben. Schaffe ich es nicht doch so mit dem Anvisiermodus. Was willst du sehen? Hier baumeln die Glühlampen. Genau über dir, glaube ich. Ach ja, tatsächlich. Na, das hätte ich ja nie gefunden. Da habe ich auch dran gehangen. Feuerteufel, neue Herausforderung. Aha. Ich muss also so eine Art, genau, Säcke verbrennen. 6 Stück. Okay. Ach, hier ist ja ein Ventil. Sehe ich das erst so. Moment. Drehen wir mal das böse Gas zu. Oder auch auf. Was ist das denn jetzt? Gut, dann fackel ich das halt ab. Damit es da weitergeht. Oder aber auch nur in ein... Ah! In einen extra Bereich. Oh. Schon wieder Stimmen. Ha! Oh! Scheiße, da habe ich natürlich die falsche Waffe für jetzt hier. Oh, 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 oh. Ha! Kommt der nächste. Oh, scheiße, das ist nicht... Ich habe keine Pfeile mehr. Oh! Das ist nicht gut. Das war keine gute Idee. Und rennen kann ich auch nicht. Schnell weg. Hätte mal eine Explosionsfalle locken sollen. Könnte ich jetzt hier einen Feuerpfeil drauf schießen oder so? Scheiße. Ah! Ich glaube, hier kam ich her. Ist auch nicht gut. Scheiße, irgendwo muss ich um die Ecke lauern, um sie wenigstens im Nahkampf angreifen zu können. Aber wie? Nee, das ist was anderes. Hier kam ich nicht her. Oh, Bergungsgut. Was hilft mir das jetzt? Oder die beruhigen sich wieder. Ich warte mal hier unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch eine Kiste. Ha! Oha. Stirb. Oh Mann, wie oft muss sie denn auf den einhacken? Ist ja nicht zu fassen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Sonst hat sie doch immer mit... Die anderen Gegner hat sie doch mit einem Axtschlag gemacht, ne? Nachdem die betäubt waren, ja. Ich gehe da nicht rein. Ich höre schon wieder Stimmen. Nachdem sie betäubt waren, ach so, ja. Die hatten ja dieses Ausrufezeichen über dem Kopf. Ja, stimmt schon. Okay, ich kam da, glaube ich, her. Nee, da bin ich doch gerade reingelaufen, oder? Ich glaube schon. Ja, hier kam ich her. Okay. Vielleicht kann ich hier noch andere Sachen finden, dass ich die besser überwältigen kann, aber mit den Pfeilen war das schon sehr schwer. Hä? Hier ist auch so ein Gasgedöns. Ach, das war hier bestimmt... Oh, da gibt's einen Geocache. 1 von 5. Besser als nichts. Das ist hier nur so ein Rundlauf. Würde ich mal genau. Ach, da geht's auch hoch. Guck mal. Oha. Ich höre eine Stimme von unten. Scheiße. Hey, wir haben ein Problem. Komm runter, hat er gesagt. Oh, Mann. Komm du doch rauf. Wo bist du? Scheiße. Oder sind das die rechts und links, die mit mir sprechen? Oh, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist voll fies. Hier sind nochmal Pfeile. Ah, das ist echt eine schlechte Waffe, wenn die da... Oh. Ah, was? Was? Der läuft hier schon rum, Mann. Noch mal. Ah, so, den habe ich, aber hier war noch ein anderer gerade. Oh, scheiße. Guck mal, ob der Oh. Was bitte nochmal? Ob der Pfeile dabei hat, der Typ. Ja. So, der ist jetzt erstmal hochgegangen. Ja, da hinten wollte ich treffen, genau. Cool. Wenn da der nächste rumspaziert, dann fliegt der auch in die Luft. Mhm. Ich höre noch eine Stimme. Oder die kommt schon wieder von rechts, die Stimme. Ja, die kommt von rechts.
Herrschaften. Hier ist ja was los. So. Wo sind denn die jetzt? Ich weiß es nicht. Habe ich die weggesprengt? Oh Mann. Da war gerade was. Ja? Ja. Ich habe, glaube ich, unten so ein Dings gesehen zum Sammeln. Ah ja. Okay. 3 Pfeile. Immerhin. Ja, 11 habe ich das. Hier ist noch einer hingeflogen. Nochmal 4, okay. Oh, nicht zu nah ans Gas. Hier liegen sie alle. Oh, und der noch. Und der noch und schnell weg. Ich glaube, da sind ein paar auf einmal hochgegangen. Das war ganz günstig. Jo. Das war aber auch die einzige Taktik, die hilft. Also. Boah. Wie viele Pfeile hast du? Warte, gleich noch mehr. Oh, voll. 40. Na, okay. 40 auf einmal. Wo kommen die denn alle her? Oh, oh. So viel. Okay. EP. Noch ein Geocache. Läuft. Jo. Nachdem es erst nicht lief. Alles andere als lief. Jetzt läuft's. So, okay. Raus hier. Raus hier, raus hier. Schnell, hey. Sorry, aber so eine Lichter kann ich nicht leiden. Da kann man mich ja sofort spotten. Ja, man muss eindeutig mit den Quellen hier arbeiten, wenn jemand auf einen zukommt. Tagebucheintrag. So. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten. Und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest. Aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast seine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Ach, sie war das, okay. Der Roth hat ja irgendwann eröffnet bekommen, dass er eine Tochter hat, ne? Das ist jetzt genau. Die Frau von ihm oder Mutter von ihr oder wie auch immer. Mhm. Okay. So, war hier noch was? Da funkelt was, beziehungsweise da ist irgendwas. Funkel, funkel. Achso, das ist das, was ich ausgeschossen habe. Da kann ich nichts machen. Sieht so aus. Ja, aber da muss ich was machen, denn hier geht's nicht weiter. Hm. Mal angucken. Aha, ah, ah, ah. So, da oben. Da geht's weiter. Ja, da geht's weiter, ist gut gesagt. Nee, ich wollte gerade eine Axt reinhauen. Geht auch nicht. Achso, hier geht's hoch. Aber trotzdem, da ist doch... Muss ich hier von oben hinspringen? Das ist doch so eine weiße Wand hier, so weiße Balken, als wenn ich da hoch könnte, ne? Mhm. Aber reicht halt nicht, ist viel zu hoch, kann ich den Doppelsprung nicht machen. Gut, klärt sich vielleicht noch auf. Aha, hier kann ich wieder versuchen, Gas zuzudrehen. Ich betone mal das Wort versuchen, weil eigentlich... Nee, es geht nicht zu, es geht auf, ne? Also man... Eigentlich stellt man eine Falle damit her, wenn man dann zurückläuft und da vielleicht Gegner erledigen kann. Ja. So, was haben wir hier? Haben wir eine Reisemöglichkeit sogar. Fähigkeitspunkt haben wir noch nicht. Aber ich glaube, wie weit bin ich denn so? Ja, fehlen noch ein paar Prozent. 20% bestimmt noch bis zum nächsten Punkt. Dann brauche ich hier eigentlich nichts machen an dem Feuer, außer dass ich eben reisen könnte. Okay, hier liegt noch eine Reliquie. Doch noch gesehen. Ich dachte schon, ich muss was sagen. Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Ein Fächer hatten wir doch schon mal. Ja. 1 von 3. Okay. Und hier ist noch eine Kiste Bergungsgut. 15. Lagerplatz mache ich jetzt nicht. Geht's hier lang? Hm. Ich dachte, ich komme hier noch. Ist ja gut. Ich komme hier noch irgendwo hoch, dass ich von weiter oben.
Ach, gucke mal. Oh! Gibt's auch noch Bergungsgut? Ja, man sollte immer nach oben gucken. Mhm. Hm. Das ist auch sehr merkwürdig, als wenn man da oben noch irgendwie was macht. Hm, was war hier gerade? Achso, die Pfeile. Wie komme ich da hoch? So, das hat ja nichts mit diesen Seilpfeilen zu tun. Da bräuchte ich einen Flock und ich glaube nicht, dass ich da hochklettern soll oder mich hochschwingen soll. Das da kann ich nicht abschießen. Was ist hier? Irgendwie muss ich doch hier hochkommen. Oh, komme ich sogar. Oh. Das sieht aus, als wenn man es von der anderen Seite schieben würde. Damit es hier irgendwie runterkracht und ich weiter oben starten kann. Hm. Ein bisschen stört mich jetzt die Gasquelle hier, muss ich mal sagen. Ich geh mal einfach durch. Ne? Nee. So. Oder sie ist dafür gedacht, dass sich jetzt hier was tut. Okay. Es tut sich was. Sehr schön. Wie gut, dass es ausgerechnet da gelandet ist. Manchmal hat man einfach Glück. Jo. Vor allem, wenn man Lara Croft heißt. Ja. So viele sind in dem Spiel schon gescheitert, ne? Aber ich hatte Glück. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Messiah schickt uns. So, egal. Habe ich wieder auf mich aufmerksam gemacht, aber... Oh, der war schon tot. Ah. Hä? Oh, die halten aber echt mal was aus. Sind irgendwie komplett gepanzert. Ja, hab's gesehen. Ah, scheiße. Na? Ah! Oh, Mann. Alter, die zappeln aber auch so rum. So. Ach, beim ersten Mal habe ich ihm die Maske weggeschossen. Mann, jetzt ist doch gut. Wie viel wollen die haben? Boah. Oh. Hui. Da war was los. Jo. Eine Kiste. Ich gehe auch gleich mal zurück und sammle noch ein paar Pfeile. Obwohl, ich sammle hier schon Pfeile ein. Hab wieder 40. Okay. Sehr gut. Kann man so stehen lassen. Ich will mal wieder nach draußen. Später. Später, immer später. Regnet. Da gehen wir nicht raus. Da jagt man ja keine Archäologin vor der Tür. Nee. Oh. Hier ist ein Ende, würde ich sagen. Zumindest ist hier Schluss bei der Tür. Dann fangen wir mal hier an zu sammeln. Geocache! 3 von 5, gar nicht so schlecht. Und hier ist nochmal eine, na? Eine EP-Kiste. So. Okay. Boah, dann ernten wir jetzt die Gegner noch ab hier. Ich glaube, über der Tür hängt noch so ein Dings. In der Tat. Mhm. Die sagst du mir lieber vorsichtshalber alle, ja? Ja, dann hast du schon welche übersehen. Ach so, okay, dann ist es... Ach so, hier geht's wieder raus. Genau. Das war nur ein Rückweg. So, Moment mal. Dann soll ich doch da lang? Nee, das kann doch nicht sein, oder? Das sieht sehr massiv aus.
Kann man das von oben irgendwie lösen? Sieht auch nicht so aus. Ach, hier geht's noch höher. Nee, hier war ich doch auch schon. Ja. Hier geht's hoch. Ups. So. Das sieht vom Ausblick her unspektakulär aus. Dieser Herausforderung stelle ich mich jetzt nicht mehr. Ich habe gerade die passende. Jetzt nicht wieder. Ich habe gerade die passende Location gesucht, um hier Schluss zu machen. Ich meine, Okay. Mit Panorama kann man ja in so einem Berg schlecht rechnen. Deswegen warten wir jetzt hier, bis wir uns den nächsten Kerlen stellen. Ne? Jo. Ja. Okay, liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.